Er ist für mich die persönlichere, intimere Seite von Beethoven. Diese intime Art, dieses Relative, es ist das Zwischenmenschliche. Die Unvollendete ist die Winterreise. Es ist das absolut schwärzeste, tragischste, düsterste Werk in den Sinfonien von Franz Schubert. Obwohl es nicht seine letzte geschriebene Symphonie ist, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich seine letzte, weil es ist ein wahrer Todeskampf. Ich sehe da einen sterbenden Mann, der umherirrt in der Landschaft und plötzlich eine Vision hat und plötzlich den Himmel vor sich sieht. Und er ist eigentlich schon gestorben, aber noch leben die Organe und es kommen dann nochmals Kämpfe. Diese große C-Dur ist die einzige wirklich ebenbürtige im Sinne von Beethoven, von den Dimensionen, von der Formkonzeption und bleibt trotzdem irrsinnig schubertisch. Das fängt schon mit dem Hornthema an, auch wieder dieses Liedhafte, aber auch dieses repetitive Element. Es ist fast ein in sich kreisen in einer gewissen Atmosphäre. Bei Schubert ist es sozusagen die Meditation, der Fokus auf ein Thema und dann auf ein anderes Thema. Und dieses Thema wird immer wiederholt und dann mit einer anderen Variation. Und dann natürlich auch die Modulation. Der Reiz bei Schubert ist, dass die Verarbeitung eines Themas eigentlich nur durch verschiedene Beleuchtungen, verschiedene Farben, durch die Tonarten geschieht. Das ist wie wenn man in einen Kristall schaut und jedes Mal, von welcher Seite man ihn betrachtet, erscheint eine andere Farbe. Und genau das ist die Idee bei Schubert. Wir wissen nicht, wo diese Reise hinführt. Wir wissen nicht, was drüben passiert. Es geht ja weiter drüben, aber nicht hier auf dieser Welt.